Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Ops 2. Mit dabei ist der Florian. Guten Tag zusammen. Genau. Also ich und Florian fahren heute auf Wensburg, aber auf zwei unterschiedlichen Linien, genauso wie auf zwei unterschiedlichen Map-Versionen. Ja, Flo, was fährst du? Ich fahre den C2 auf Winzburg 2015, die Linie 141. Nice, nice. So, wir fahren auf jeden Fall eine selbstgemachte Linie, die Linie X2, also Expressbus 2 nach Altermarkt über Burgdorf. Ja, natürlich mit dem C2 2017, und wir fahren auf einer anderen Version Winzburg, wie man da hier auch schon erkennen kann, allein schon an der Straße. Ich bin derzeit ein bisschen umfrickeln der Map zu der 2018er Version. Ja, deswegen gibt es ja jetzt auch natürlich auch neue Linien. Fahre ich nochmal zum alten Markt oder wo fahre ich hin? Ja, genau, alter Markt fährst du. Genauso wie ich, nur dass ich halt eine andere Linie habe. Aber trotzdem teilweise gleiche. Genau. So, wir haben natürlich auch ein spezieller Paint, nämlich von der VIP-Verkehrsgesellschaft Potsdam. Und ja, gucken wir uns das auch einfach mal von innen an. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Auch die Texturen von der Bestuhlung her, von den Sitzpolstern, richtig heftig. Richtig geil fotografiert. Der Innenraum ist typisch C2 2017. Hier auch mit diesen, ja, Bläschen an den Scheiben da. Ja. In der Anzeige funktioniert natürlich auch alles, so wie es soll. Hofdatei funktioniert alles. So, schmeißen wir auf jeden Fall schon mal den Motor an. Wir haben noch 1,5 Minuten. Dann würde ich sagen, fahren wir schon mal zur Anfangshaltestelle, da wir da noch nicht stehen. Wir müssen nämlich jetzt erst hier noch links. Hier wird Florian dann auch lang fahren, nur dass er hier halt nicht startet. Er startet halt in Burgdorf. Komm, Manfred. Schneller, schneller. Hier auch wunderschön diese WLAN-Zeichen, dass es kostenloses WLAN im Bus gibt. Hier auch die Haltestangen und alles. Auch die Stangen schön in Silber, was sich auch eigentlich so in den neuen Bussen gehört. Es gibt schon mehrere Linien, neue Linien, die X1 zum Beispiel noch, die X2 fahren wir ja jetzt. Die X1 ist Stadtgebiet und X2 ist jetzt mehr Überland, sag ich mal so. Und oh. Dann wird es auf jeden Fall noch jede Menge andere Linien geben. Und zum Vergleich, wer sehen möchte, was sich an der Map schon getan hat, schon außer die Linienführung jetzt und neue Linien halt. Wie gesagt, die Straßen sind anders da, teilweise verläuft anders da oder sind breiter geworden. Zum Beispiel das Überlandstück, wo ihr jetzt gleich sehen werdet, sieht komplett anders da. Also, was heißt komplett anders da? Also, die Straße und sowas an der Gestaltung so ein bisschen gut gearbeitet oder habe ich gearbeitet. Könnt ihr gerne von Florian das Video angucken, Genau. da er da auch teilweise die gleichen Abschnitte, weil die meisten Abschnitte auch gleich fahren, wie wir fahren werden. Wird. So. So, wir haben unsere Abfahrt verpennt. Wir haben 0,10 Minuten Verspätung. Und der C2 kommt nicht aus dem Pottich. Du bist auch schon am Fahren wahrscheinlich, ne? Nee, ne? Oh ja. Ich fahre gerade erst zur Schalterstelle. Okay.
Weil ich schon Zeit habe ohne Ende. Okay. Also hier zum Beispiel, das ist ein Überlandstück, wo komplett überarbeitet wurde. Also hier das wahrscheinlich, das gibt es bei Flo dann auch schon. Halt aber so an sich die Straße hier und so, die Brücke wurde breiter gemacht. Und ist halt eine komplett neue Straße. Ja, hier in der Ecke wurde noch nichts gemacht. Das wird wahrscheinlich bei Flo genauso aussehen. Hier wird dann auch, da das einfach hier Terrainbemalung ist, muss ich mal gucken mit der Straßentextur. Hallöchen. Aber der Bürgersteig wird auf jeden Fall auch erneuert. So, da muss ich doch mal kurz raustippen tatsächlich. Mal kurz. Genau, Kattenberg. Er ist jetzt nicht die gewohnte Anfahrt nach Kattenberg, so. Ah, die wird Florian auch fahren. So, wenn dann die Schranke aufgehen würde, würden wir auch mal hier wegfahren. Perfekt. Ja, gut, kleine Schlenker hier. So, die Ampel nehmen wir nicht mehr mit, da müssen wir eine Fahrbremse hinlegen. Frank Holzhäuschen. Genau. Da wir natürlich auch ein Expressbus sind, lassen wir auch manche Haltestellen aus, die Florian natürlich anfährt. Ich bin ja wieder der, der die ganzen Leute, die der alle stehen lässt, einsammeln darf. Ja, yeah, genau. Könnte man so sagen. Und damit möchte ich nochmal an meine Zuschauer preisgeben, dass wir an Community Discord haben, Teamspeak haben. Die IP dazu ist natürlich unten in der Beschreibung. Ihr könnt gerne mal vorbeikommen und mit uns mal eine Runde reden. Und wenn ihr Teamspeak nicht habt, ein Discord-Link ist auch unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne drauf joinen. Da werde ich auch ab und zu mal vorbeischauen und dann können wir auch dort drüber gerne mal reden. Genau. So. Dann ist man die Feuerwehr noch vorbei. Nachlade, Ruckle des Todes gerade gehabt wieder. So, hier halten wir jetzt erst wieder an. So, zum Beispiel jetzt hier der Abschnitt, den wir gerade fahren, die wird wahrscheinlich bei Flo genauso aussehen wie hier. Das liegt einfach daran, dass hier die Straße noch nicht ausgetauscht wurde und genauso, also noch nichts angepasst wurde für die neue Straße. So. Genau. Hier wird Flo jetzt links abbiegen. Da werden wir auch gleich lang fahren, aber wir fahren erst noch mal einen kleinen Schlenker nach rechts. Natürlich. Wie ihr auch schon eben an der Ansage gehört habt, Gewerbepark. Wir fahren noch mal so ein paar kleine Schlenkerchen hier. Und wir auch schon, also wir fahren jetzt noch mal zu Burgdorf, dort wo Florian anfängt. Fahren wir jetzt erst noch mal hin. Ja, unglaublich. Ich sehe jetzt schon wieder Fabius Kommentar in den Kommentaren. Du fährst aber scheiße. Ich war schon auf den Dom geschossen oder was? Manfred hier. So, die Haltestelle lassen wir natürlich auch aus. Expressbus. Natürlich wäre jetzt ein Überlandbus besser, aber der wäre ja
extra auch ein bisschen Stadtverkehr fahren und so, habe ich mich jetzt bewusst dafür entschieden, dass wir einen normalen Stadtbus fahren. Und da kommen schon wieder die Kollegen mit dem Martinshorn. Da hat es natürlich auch gepasst, da wir dieses neue Repaint haben. Ja, wo kommen sie denn? Ach, hinter uns, die habe ich noch gar nicht gesehen. Also, hier halten wir natürlich an. Ich wollte gerade schon sagen, hier halten wir nicht an, aber wir halten hier an. Das ist ja das Gewerbepark. Das sieht auf Florians Version genauso so aus. Also an den Häusern und so werde ich wahrscheinlich nur auf die neuen Linien was verändern. Bei den anderen einfach nur die Straßen wahrscheinlich vergrößern oder verengern oder so. Oder links und rechts mal parken, Autos hinstellen und so. Also ein paar Details und sowas hinzufügen. Aber so, dass natürlich die alten Linien trotzdem erhalten bleiben. So, hier biegen wir einmal ab. Genau, die Haltstellenansagen sind natürlich auch andere. Da gibt es natürlich jetzt auch ein paar mehr Informationen dazu, zum Beispiel eben hier, dass es da jetzt nicht mehr als Museum und sowas. Ne, es wird jetzt heutzutage als Museum benutzt, aber früher war das halt irgendwie Musikhalle oder sowas, habe ich gerade verstanden. So, hier haben wir schon die Feuerwehr hinter uns. Manometer. Wir haben aber heute viel hier zu tun. Damit direkt mal Gummi machen und Platz für die Kollegen machen. Genau, das Körperverletzen, dass ich so scheiße fahre jetzt. Weil ich ein bisschen schneller wie in der Feuerwehr fahre. So, und da kommt die Feuerwehr von vorne. Der Fahrplan ist natürlich auch schön straff. Wir sind ziemlich pünktlich, haben keine Verspätung. Aber das wird noch kommen mit der Verspätung. Aber da gibt es Teile, das werdet ihr gleich schon sehen, da fährt man fast überall durch. Und da kriegt man auch ganz gut die Verspätung auf jeden Fall wieder raus, falls man welche bekommt. Also den Abschnitt, den wir jetzt gerade fahren, werdet ihr bei Flo überhaupt nicht sehen. So, jetzt stehen wir vor einer Feuerwehrstraßensperrung. Sehr gut. Das Ding ist halt, hinter uns ist die Feuerwehr, vor uns ist die Feuerwehr, und vor uns können wir nicht weg, weil die Feuerwehr da irgendwie. Guten Morgen. Guten Morgen. Die fährt dann auch. Die gemacht hat. Genau. Die fährt auch die Linie 40 lang. Also den kleinen Schlenker nehmen wir jetzt noch von der Linie 140 mit. Genauso wie die X1 auch einfach mehrere Linien in einer Linie zusammengefasst sind, kann man sagen. In der Linie X1 stecken insgesamt 4 Linien. So, meine Damen und Herren, da haben wir eine unsichtbare Kollision. Und damit können wir die Aufnahme abbrechen und das Video auch, denn Umsi hat einen fatalen Error und mein Bus hängt an einer unsichtbaren Kollision fest. Ey, guck mal, hier ist eine unsichtbare Kollision. Erst ist mein Vorderspiegel abgebrochen, jetzt gerade, jetzt ist mein anderer Spiegel abgebrochen. Und mein Bus fährt sich um die eigene Achse die ganze Zeit, weil angeblich eine Kollision wäre, wo der sich ganz drauf aufregen würde, obwohl hier gar nichts ist, weil ich auch mitten auf der Straße bin. Ja, moin. So, hier hat sich auch wieder was verändert. Wir haben hier eine andere Straße. Ja Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war ein kleiner Omsi-Fail. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Okay, das Video wird nie hochgeladen. Digga, was ist denn das? Muss ich erstmal in den Editor gehen und gucken, was es da ist. Warum ist denn da so eine dreckige Scheiße mitten auf der Straße? Das gibt's da gar nicht. Jetzt ist natürlich auch alles an den Straßen verändert und so. Sonst wäre es ja auch keine neuere Stadt, ne? Neue Stadt hat ja neuere Straßen, schönere Straßen.
keine alten Spannungsbürgersteige mehr. So, jetzt haben wir gerade nach Naderupna auf Dürn, weil Burgdorf geladen wird, dort wo Florian gestartet ist. Oder war das gerade die schwedische Straße? Ich bin nicht sicher. Ja, okay. Weißt du gerade auswendig, was du bei OCAM bei Quality ausgewählt hast? Was? Bei OCAM bei Quality hast du da High drin? Ja. Ich habe bei OCAM früher immer alles auf High gemacht. Also das ganz High? Ja. Also wieder 2 High, okay. Also hier hat sich natürlich noch nichts getan. Da das hier ein größerer Aufwand ist, ganz Burgdorf so ein bisschen umzugestalten. Können Sie nicht vorsichtiger fahren? Nee, wir fahren nämlich nur mit 30. Warum sollte ich da vorsichtiger fahren? Okay, Sie haben recht. Ich sollte vorsichtiger fahren. So. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. So, hier haben wir natürlich auch eingestellt, dass hier mehr Leute einsteigen, dass der Bus auch mal schön voll wird. Immerhin fahren wir auch eine Expresslinie, ne? Ja, die Anzeige hier ist nicht verknüpft wohl mit dem Haltestellenwürfel, das habe ich vergessen. Deswegen funktioniert es auch noch nicht. Ah, das wird dann. Ach gut, zum Beispiel auf der X1 funktionieren die Dinger schon. Die werdet ihr dann wahrscheinlich irgendwann sehen. Denn ich fahre morgen in den Urlaub. Am Montag werde ich, wenn ich es schaffe, was aufnehmen. Und das wird dann Dienstag oder Mittwoch oder so kommen, weil da bin ich dann auch wieder im Urlaub eine ganze Woche. Und dann fahre ich öfters wieder nach Hause. Einen Tag fahre ich dann wieder nach Hause und dann wieder eine Woche weg. Oh, ja. Deswegen mal gucken. Vielleicht wird aber auch 2 Wochen nichts kommen. Muss ich mal gucken. Ich wollte eigentlich vorproduzieren, aber ja, das hat nicht so wirklich funktioniert. So, genau, jetzt fahren wir jetzt halt hier alles wieder zurück und fahren dann da dort lang, wo Florian auch eigentlich lang gefahren wäre. Also wir fahren jetzt wieder ein Stück der 140. Und dann wechseln wir automatisch wieder zu 141 wieder. Also die 2 Linien, die gemischt sind,
kann man so sagen. Genau, jetzt sind es nicht mehr viele Haltestellen. Das heißt, wir fahren jetzt an vielen vorbei, fahren jetzt noch viel über Land. Ja, was heißt viel? Ist eigentlich ja so viel über Land gibt es auf den Symbolen jetzt nicht. Was ich ziemlich schade finde, aber wenn es über Land sind, es gibt auf den Linien, dann ist es echt schön gemacht worden. So, jetzt fahren wir hier wieder in die Wohnsiedlung rein. Boah, was ist das schlecht bei dir? Hier sind die Straßen ziemlich eng gehalten worden. Und da wird einer, ah, da war keiner. Nee, hier müssen wir noch nicht raus. Also ich habe Osi mal leiser gemacht. Ich habe das Gefühl, dass das Osi, also der C2 ein bisschen zu laut ist, wenn ein Kickdown gibt. Also hier will auch keiner was. Das wäre jetzt unsere Haltestelle. Unsere letzte Haltestelle hier in der Wohnsiedlung gewesen. So, und damit hallihallo, Löschen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Omsi 2. Mit dabei ist heute der Sven. Jo. Das ist der zweite Anlauf einer Aufnahme heute. Der erste hat wohl nicht so wirklich funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert jetzt alles und wir rüsten unseren Bus jetzt einmal auf und dann werden wir auch schon unsere Starthaltestelle begeben. Heute fahren wir die Map Hamburg, die Linie 109 von Hauptbahnhof zu ja, sage ich, wenn wir angemeldet sind. Alzerdorf, glaube ich, aber vergiss immer diesen dämlichen Namen. So, dann einmal anmelden. 54341. Und der PIN ist 1506. Ich glaube, da wollte doch jemand aussteigen. Genau, und beim Sven könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Der hat eine 2018 Version von Winsenburg 2018 in den Falle erstellt. Eine schöne neue Linie erstellt. Ein kleiner anderer Umlauf als gewohnt. Eine komplett neue Linie ist es, wie gesagt. Guckt gerne bei ihm vorbei. Und lasst auch gerne bei ihm ein Abo da, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Wird genau, mich natürlich auch mega freuen. Flo machen. Ich habe doch Umlauf 1 ausgewählt. Warum will der denn nicht Umlauf 1 annehmen? Jetzt geht's hier erst wieder ab ins Überland. Ach so, hier ist es halt da, wo ich mir die ganze Zahl merken muss, ne? 0, 1. 109, kann das sein? Wie die Straße natürlich auch wieder. Ne, es war andersrum. 109, 01. Also, man kann sagen, alles, was hier so alt ist, was man schon um sie eigentlich so gewohnt ist, was man bald nicht mehr sehen kann, wird rausgeworfen und durch Neues ersetzt. Was natürlich auch der Sinn hat, dass es dann Winsenburg 2018 hat. 65101. Ah, das will er auch annehmen. Sehr schön. Dann fahren wir mal zur Schalterstelle, würde ich sagen. So, jetzt fahren wir hier lang. Motor machen.
Bam, wählen wir hier über den Gang rein und sagen, ja, ab geht die Post. Jetzt sind wir wieder auf dem alten Linienweg von der 141. Wir haben jetzt somit eben die 140 wieder verlassen. Heute hat man bisher irgendwie kleine FPS-Einbrüche. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt gerade hier nur 25 FPS haben. Oder auch doch nicht. So, hier natürlich wieder schicke neue Straße. Mit auch extra so geriffelten Dingern an der Seite. Dass man merkt, dass man zu nah am Bordstein fährt, dass das Lenkrad so vibriert. Für alle Lenkradfahrer in Omsi. Hier können wir auch schon abbiegen und fahren einmal zur Startstelle. Hier möchte ich von Anfang immer verfahren. Hier bin ich immer die zweite Einfahrt hier, habe ich immer genommen. Ich zeige euch auf dem Bildschirm, mir fällt auf, dass keiner sehen kann, wo ich mit meiner Hand gerade hingezeigt habe. Das ist wieder Premium. So. Ich muss hier halten. So, dann lassen wir unsere netten Fahrgäste auch mal rein hier. Tada, Uralzada, ja, hab ich ja eben schon mal ausgewählt. Hauptbahnhof, meine. Hey, was macht der denn jetzt hier? Egal, solange die Leute weiter einsteigen wollen und nicht wieder aussteigen wollen, ist mir alles sowas und scheißegal. So, jetzt fahren wir auf jeden Fall noch geradeaus. Wie ihr hier auch sehen kann, wackelt das. Das finde ich sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, ich hoffe, das wird im C2 Add-on auch so umgesetzt, dass wenn hier fährt oder so, dass diese Durchgangs ja, Wippe oder wie das Ding auch immer heißt, auch so ein bisschen wackelt, wer fährt, ne? Das ist echt mega geil umgesetzt worden hier in dem C2 2017. Allein schon die Fahrphysik ist mega heftig geil. Und vor allem auch realistisch. Schade finde ich, dass halt an der Tür kein Mercedes-Benz steht. Aber man kann ja nicht alles haben. So, vorletzte Haltestelle, glaube ich. Oben blinkt es schön rot. Das wäre in die Türfreigabe schon rausgenommen hat. So, dann würde ich sagen, fahren wir auch ab. 1 Meter Verfrühung ist okay. Ja. Und Endhaltestelle. Schön nochmal in der Fahrgastperspektive hier im C2, was auch ziemlich real aussieht, muss ich wirklich sagen. Das haben die echt geil hinbekommen im C2. So, und hier haben wir auch direkt wieder grün. So, Fahrplan. Auf unserer Bus- und Taxispur hier. So, genau. Machen wir mal die Tür auf. Genau, so war das jetzt nicht geplant. Und nein, wir wollen nicht die nächste Fahrt fahren. Genau, dann sollte eigentlich... Okay, das funktioniert beim C2 leider nicht. Die Solaris und alles zeigen dann automatisch oben Leerfahrt an. Das habe ich auch so bei der Hofdatei eigentlich eingestellt, aber das funktioniert hier leider nicht. Liegt bestimmt am IMAX, aber nicht so schlimm. So, dann würde ich sagen, machen wir mal die Elektrik aus, steigen wir aus dem Bus aus. Machen noch ein wunderschönes Screenshot und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und jo, guckt auf jeden Fall nochmal bei Florian vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.